Die Lage spitzt sich gewaltig zu. Nach Meinung von Herrn Andreas Popp hören wir rein. Das Interessante ist gerade dein Satz, dass du sagtest, die Medien interessiert das nicht, dass diese Dinge laufen, beziehungsweise es interessiert sie schon, aber sie berichten nicht. Aber was dahinter steht, ist natürlich die Verachtung der eigenen Bürger, die das nämlich interessiert. Und die Menschen haben ein Interesse an bestimmte Richtungen oder an einen bestimmten Politiker oder an eine bestimmte politische Grundhaltung. Und das interessiert die Medien nicht. Die Medien interessieren sich nämlich nicht für die Menschen, für die sie eigentlich berichten, sondern ausschließlich für sich selbst. Das heißt, sie berichten eigentlich nur noch in eigener Sache, um ihre eigenen Vorteile durch dieses Konglomerat oder durch die Komplizenschaft eben halt dort aufrechtzuerhalten. Ihre eigenen Vorteile haben sie, indem sie große Geldgeber, oft selbsternannte Philanthropen haben, die da ordentlich was reinschießen. Und natürlich die Bundesregierung selber auch, Andreas. Und damit ist ja klar, so wird das Überleben der Hofberichterstatter derzeit ja noch subventioniert, auch durch die Zwangsgebühren der Öffentlich-Rechtlichen. Die alternative Szene bekommt dadurch einen unglaublichen Aufwind. Und der Booster zugunsten der Alternativen wird immer stärker statt schwächer. Und immer mehr Menschen wenden sich angewidert einfach ab von diesen Hofberichterstattern und sagen, es reicht. Und die sind in einem Dilemma. Und da kommen die nicht mehr raus. Wenn sie jetzt nämlich sagen würden, wir gehen jetzt plötzlich seriöse journalistische Wege, das wäre ja Neuanfang über viele Jahrzehnte jetzt, dann würden natürlich die Geldflüsse von den sogenannten Philanthropen relativ schnell wegfallen und die anderen würden über sie herfallen und das wäre ein hohes Risiko. Und so stehen sie alle gemeinsam und halten sich verzahnt gegenseitig in einem Schwitzkasten. Interessant ist zu erkennen, dass diese Machtposition auch hier nur von ein oder zwei Leuten ausgeht, also von einer Handvoll genau genommen, und eine Riesengruppe von Medienunternehmen hängen alle dran an diesem Tropf und können sich nicht dagegen wehren. Das ist nichts anderes als das System, Politiker und Bürger. Ich möchte da auf Roland Tichy hinweisen, der in unserem Vorgespräch für den Kongress gesagt hat, also sinngemäß gesagt hat, die können gar nicht anders. Sie müssen die Berichterstattung abliefern, die denen, die ihnen das Geld geben, nützt und nicht etwa schadet. Ja, aber wir sehen natürlich auch, dass es funktionieren kann. Ich denke mal an Julian Reichelt. Der hatte ja nun lange Zeit die Bild-Zeitung geprägt als Chefredakteur. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat die Bild-Zeitung damals recht gut gefallen. Denken wir mal einfach daran, wie diese Sendungen gewesen sind, abends im YouTube-Fernsehkanal, wo auch mal kritisch berichtet werden durfte. Und seit Julian Reichelt weg ist, ist da nichts mehr von zu merken. Die ganzen Sendungen sind abgeschafft und wir haben wieder das alte Schema wieder. Mittlerweile guckt man dann auch kaum noch hin, weil man auch nicht mehr wirklich viel erwartet. Aber es ist schon interessant. Das bedeutet aber, Julian Reichelt ist heute in aller Munde. News und wie sie alle da sind, die haben richtig ziemlich viel Zuwachs. Auch da stehen natürlich Geldgeber im Hintergrund. Aber was entscheidend ist, dass die Menschen einfach an objektiver Nachricht interessiert sind. Und ob die immer objektiv ist, das weiß man nicht, weil niemand ist objektiv, jeder ist immer subjektiv, aber man kann es zumindest wollen. Und das kann ich bei den Öffentlichen oder so gar nicht erkennen, dass sie es überhaupt wollen. Ja, und jetzt kommt das Ganze natürlich und wird interessant. Deutschland ist nach dem Grundgesetz zu einer Friedenspflicht verpflichtet. Sie müssen den Frieden wollen. Ein Herr Kiesewetter von der CDU, eine Frau Strack-Zimmermann von der FDP sind definitiv, das kann man deutlich erkennen, nicht am Frieden interessiert, sondern ausschließlich daran, die Rüstungsindustrie als Vertriebsbeauftragte offenbar zu füttern, mit Umsätzen. In dem Moment, wenn ich wüsste, dass ich so einen in der Partei habe, der gegen das Grundgesetz verstößt, würde ich doch versuchen, ein Parteiausschlussverfahren zu machen. Also warum läuft eigentlich von der CDU kein Parteiausschlussverfahren? Das hat man dann gemacht, beispielsweise gegen Herrn Maaßen, weil man dann gesagt hatte, er hätte sich dann gegen die damaligen, was war denn das in Dresden, glaube ich, gegen die, oder Chemnitz, gegen diese Treibereien von Ausländern beispielsweise dort dagegen ausgesprochen. Das reicht aus. Aber wenn einer mit dem Dritten Weltkrieg spielt in der eigenen Partei, das heißt, Kiesewetter die ganze CDU als Kriegstreiber infiziert, die CDU, die sich nicht von ihm distanziert, outet sich damit auch zum Kriegstreiber. Das finde ich interessant, eine Kriegstreiberpartei, die das eben halt mit sich machen lässt.
Stimmt, was du sagst. Das stimmt überhaupt. Ich habe noch kein Dementi gehört von irgendeiner eigentlich konservativen Seite. Die Grünen ja sowieso, die FDP mit Frau Strack-Zimmermann sind alle kräftig dabei. Andreas, Herr Pistorius spricht ja in seiner ersten Pressekonferenz davon, dass wir in Deutschland jetzt nicht so aufgeregt reagieren sollten und diese Spekulationen von Russland überhaupt nicht diskutieren sollten. Und er lehnt außerdem einen Untersuchungsausschuss ab, weil man in Deutschland dann womöglich breitflächig eine drohende Kriegsgefahr unter anderen Gesichtspunkten diskutieren könnte. Wie würdest du denn diese Aussagen kommentieren? Naja, diese arrogante Dreistigkeit, die läuft ja aus meiner Sicht nach dem Motto, was Herr Pistorius bietet: Es geht dem deutschen Volk nichts an, wenn eine Gruppe von Waffenlobbyisten und Kriegstreibern wie Strack-Zimmermann oder Kiesewetter Deutschlands jetzt in den Krieg manövrieren sollen. Da sprechen also höchstrangige deutsche Offiziere interne Planungen über westliche Angriffe gegen Russland aus, unzweideutig. Was für Deutschland de facto eine Kriegserklärung an Russland bedeutet. Gleichzeitig spricht man in den Medien, die auch in dieser Situation noch, die haben ja auch Kinder, die Reporter, denke ich mal, die sich wieder als Komplizen der Kriegstreiber mit einbinden lassen, offen von einer Kriegstüchtigkeit der Deutschen, die sie gefordert werden soll, die man anvisieren muss. Ich denke mal, das ist gar nicht mal unbedingt eine Situation, dass es in Auftrag gegeben werden muss, sondern das kann eine Zwangslage militärischer Art sein, die sich uns nicht erschließt. Wir sehen ja, dass die Ukraine momentan wirklich quasi abstürzt und kann sich kaum noch halten gegen die mächtige russische Größenordnung, die dagegen steht. Das ist ein großes Problem und dadurch könnte eventuell schon eine Grundlage gesehen sein, denn es ist schon ungewöhnlich, dass ja auch aus verschiedenen Orten der Welt dieses Schnelle zusammengeschaltet werden. Was ja auch ungewöhnlich war, ist, dass sie sich mit Namen angesprochen haben, nicht mit Pseudonymen. Was ungewöhnlich war, dass sie wirklich tatsächlich auch Daten rausgelassen haben. Das heißt, von einer Desinformationskampagne Russlands kann überhaupt keine Rede sein, sondern das war eine Informationskampagne von Russland, was in Deutschland abgeht. Denn die haben ja nicht irgendwelche Kommentare dazu gemacht, sondern sie haben schlicht und ergreifend Dokumente ins Netz gesetzt, die von deutschen höchsten Offizieren selbst verfasst wurden. Und das war ja der eigentliche Punkt. Also was hier so abläuft, auch diese peinliche Verhaltensmuster, gerade von Herrn Pistorius, also viel wirklich inkompetenter und peinlicher kann man sich eigentlich kaum benehmen, hier über solche Dinge zu sprechen, über eventuelle Spekulationen von Russland oder Treiben des Auseinanderführens, Informationskrieg gegen uns. Das ist es eben definitiv nicht, sondern es ist unglaublich wichtig und wir können eigentlich sogar sehr dankbar sein, speziell auch in Deutschland, dass die Menschen erfahren, was tatsächlich in den obersten Rängen der Bundeswehr diskutiert wird, woraus man schließen kann, dass das in den obersten Rängen der Politik diskutiert wird. Es geht nämlich um junge Menschen, junge Männer und Frauen, die in den Krieg einziehen könnten und ihr Leben verlieren können. Das ist ja nicht irgendeine Petitesse, wie du immer sagst, sondern das ist eine hochgradig ernste Angelegenheit.